So, und damit seid grüßt zu einem neuen, zu einem ersten Türchen dieses Adventskalenders, der Test-Adventskalender 2023, in dem ich 24 kleine Videospiel-Demos ausprobiere und anteste. Und wir beginnen mit diesem ulkigen Spiel. Es wird ulkiges, trashiges, spannendes, lustiges geben. Lasst euch überraschen. Wir spielen jetzt das Spiel This Side Up. Okay, und wir steuern den gelben Worker. Wir spielen ja das gelbe Ding. Gelb Stichmännchen mit WASD und ein Red Worker mit IJKL. Okay, das ist etwas merkwürdig. Red Worker goes here. Vielleicht können wir hier. An die Frage der Fragen. Bekommen wir den. Wie bekommen wir das hin, dass hier. Die rote Box geht hier hin. Das ist ein etwas wie das Spiel. Okay, das hatten wir ja schon. Noch was, ja. Jetzt haben wir das hier. Dann müssen wir die Rotate Purple with Q and E. Okay, der rote muss noch dort rein. Müssen wir den orangen hier reinbringen. War nicht so schwer. Okay, dann müssen wir die Boxen hinbringen. Grip by pressing F or H. Ich kann was drunter stellen, das rüberbringen. Die Musik ist ein bisschen nervig hier, muss ich schon sagen. Aber die muss ja nicht so lang. Ich wollte am Anfang mal ein bisschen was Kürzeres oder so. Große Preis von uns, wie kriegen wir jetzt das hier runter? Versuchen mich darunter zu stellen. Ich
Und was genau das mir jetzt gebracht? Aha. Stelle ich mit WSD. Und wenn es irgendwie rüber und rot rüberkommen könnte, könnten wir das, können wir es so lösen. Players can grab boxes, walls, maybe even other players. Ja, other players wäre interessant. Aber walls kann ich. Was soll das bringen, dass ich Wände greifen kann? Hier und können wir hier mit. Ja, können wir ziehen, aber fest zum Henker. Können wir hier irgendwie umdrehen oder so? Kleines kniffliges Rätselspiel hier. Das bin ich wahrscheinlich zu blöd dafür. Jetzt draufstellen, aber dann kriegen wir im Leben nicht das. So geht's vielleicht auch, wenn der Spieler dahin muss. Ah, das hatten wir gerade. Hier haben wir noch ein paar andere Szenarios. Eine Menge. Das kriegen wir so hin. Der muss hier noch hoch. So nämlich. Doch so. Mit J, mit I. Geht die Steuerung noch oder? Hä? Kann ich den Rot noch irgendwie stören? Und JKL war das irgendwie? Doch nicht. Auch jetzt bewege ich den nämlich. Der Wechsler. Merkwürdig. Spielmechanik nicht mal abgeändert. Keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Jetzt auch noch solche Szenarios hier. Ich muss den Blauen auf die Seite bringen. Irgendwie. Alle auf andere Seiten. Dafür bin ich wahrscheinlich zu blöd für.
oder auch nicht. Okay, wenn der andere jetzt den anderen nicht umhaut. Das Problem ist, der orange Nummer ist noch darunter. Das kriegen wir auch noch hin. Ah, ich habe eine Idee. Wenn wir jetzt irgendwie hinkriegen könnten, nee, kann man nicht. Immer so, da kommt der Rost nicht mehr raus. Warum kann der Rote jetzt nicht mehr? Was wird jetzt hier die Störung? Und jetzt so hier. Oh weia. Der rote muss dorthin, der blaue dorthin. Langsam bringt mich, treibt mich die Musik in den Wahnsinn. Deswegen machen wir das auch mal gleich Schluss. Okay, wir können hier nur nach oben und unten wechseln. Okay, ich habe keinen Plan. Das 12. Szenario, oh je. Ich habe keinen Plan. Müssen wir den roten irgendwie nach oben bringen? Der Rot kann so hüpfen. Oh, holy shit. Das ist wahrscheinlich viel leichter als es aussieht. Ja, danke fürs Zuschauen. War ein bisschen was fürs Köpfchen heute. Boxus Employee Training Portal. Okay, meinetwegen. Gibt es jetzt Demo auf Steam? Habe ich mir mal runtergeladen. Kurz mal angucken. Ich weiß nicht. Sieht hier. Ich weiß nicht, können wir, ist das irgendwie eine, scheint für ein Unternehmen irgendwie eine Einstellungssache zu sein. Auch interessant, da habe ich mich schon mal nicht qualifiziert. Ist eine weirde Sache. Lageristik oder was? Und dass das Verfahren einfach so wurde zum Spaß. Also, ob es gerade die Firma gibt. Ist natürlich offensichtlich ein. Ich würde vermuten, dass das ein Amazon-Fake ist. Das ist hier natürlich so ein. Das ist so. Amazon. Ja, es wird hier. Hab aber nichts gefunden. Also, es wird ein. Das ist hier. Ein weirdes. Ein weirdes Spiel, ja. Das sind Spiele. Das sind Spieler. Mitarbeiter nennt.
Ja, whatever. Bis morgen, bis zum nächsten Game. Da gibt's ein bisschen was Spannenderes. Also, ich hoffe, euch hat das jetzt nicht zu sehr abgeschreckt. Von den nächsten Türchen. Wird auch sowas mal ab und zu geben. Ein paar weirde Games, was man halt so findet. Aber auch großartige Sachen, wie wirklich, also da habe ich einiges auf Lager, was wirklich schon, also wir haben auch richtig große Titel hier in der Liste mit drunter. Lohnt sich dran zu bleiben und morgen das nächste Türchen zu öffnen. Bis dahin.